Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Wir sind wahrscheinlich im vorletzten Part, bevor das ganze Projekt endet. Und dazu machen wir erstmal Wahnsinn auf dem Wagenweg. Weltblume 10 mit Mario. Wir schauen mal, wie das Ganze jetzt hier läuft. Wir haben in der Blume Welt nur noch 3 Level, wenn ich richtig gesehen hatte. Aber das stört uns nicht. So, wir müssen jetzt hoffentlich nicht alle besiegen. Nein, da ist ein Stern. Das ist nicht gut. Ah, ich habe ihn. Und wir haben auch die Pflanze erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Da wird sie einfach mal drauf stehen. Bis ich weiß, wie es hier weitergeht. Bitte sag nicht, das war jetzt ein Stern wert. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich habe jetzt nur noch die Katzenglocke gerade an Honeyboot gehabt. Mit Absicht gehabt. Oh, okay. Ich habe jetzt auch die Doppelkirsche im Angebot. Oh ja, jetzt muss ich glaube ich wirklich alle paar Pünktchen besiegen. Komm schon. Haben wir sie alle? Nein, wir haben sie noch nicht alle. Okay. Ach, komm schon. Das war... Ne, dann haben wir verkackt, oder was? Ich will jetzt noch nicht betonen, dass wir verkackt haben. Ich kann noch alles zum Guten sich wenden, gerade. Ist auch klar, dass ich verkacke. Jetzt würde ich schon ein bisschen sagen, dass ich verkackt habe. Ja, jetzt vor allem erst recht. Ich habe... Bin Mini-Mario oder kleiner Mario, wird gesagt. What the? Cool. Weh, da ist jetzt gleich noch... Junge. Ein Grünstern, den ich nicht erreichen kann. Ja, da ist echt ein, den ich nicht erreichen kann. Ach, komm! Drüber gesprungen. Aber es nützt mir nichts. Es nützt mir nichts. Ich brauche den Boomerang bis zum bitteren Ende. Das darf doch nicht wahr sein. Aber okay, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Jetzt haben wir erstmal ein paar gute Dings gemacht. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Blume jetzt irgendwie mal frei, ausnahmsweise. Beziehungsweise können wir gleich den nächsten Boomerang ins Inventar holen. Na, ich bin aber auch dumm, ey. Wieso gehe ich nicht eigentlich so da? Okay. Ich wollte es ja eigentlich schon so machen, aber irgendwie wollte das nicht so ganz. Aber egal. So. Allerdings brauchen wir die Parapunkte jetzt nicht unbedingt für einen zweiten Stern. Zweitstand haben wir ja schon. Wie wir mal gelernt haben. Es ist aber trotzdem sinnvoll, sie erstmal zu besiegen. Holy shit. Es war klar, das ist kacke. Es war so klar jetzt. Du gehst erstmal sterben. So, wir warten. Wenn wir weitermachen können. Du stirbst auch. Keine Lust auf deine Feuerblumen. Das ist natürlich blöd. Oh, da ist aber einer gestorben. Sehr schön.
Könnte ich mir die... Ja, ich kann mir das schon holen. Sehr schön. Okay, dann... Hoffe ich doch mal, dass ich jetzt hier irgendwie mal gewonnen habe. Ich hoffe, dass ich jetzt hier noch einmal... Runde drehen kann, danke. Ich dachte jetzt, ich bin echt tot. So, gehst du auch down? Danke. Alle down, alle Pflanzen, ich gehe hier durch. What the? Das ging jetzt aber ein bisschen zackig, hä? Wie soll ich denn da noch irgendwas hinkriegen, ey? Okay, ich muss ja versuchen zu tricksen. Ich will nur nicht ganz mit den Tricks klappen gerade. Warte mal, vielleicht habe ich hier vielleicht Glück. Oh, aufs Geländer und dann. Nee, irgendwie nicht. Hm. Naja, doch, so könnte es vielleicht funktionieren. Achtung, und hoch. Wohin nicht wirklich. Schade eigentlich. Nee. Toll. Fahnenstange ist nicht erreicht. Es ist aber auch schwierig, dort hochzukommen, ey. Da brauchst du ja eine Katze. What the hell? Was ist mit dem Level los? Ah ja. Okay. Kann ich nicht ändern. Keine Fahnenstange. Obwohl ich sie ja brauche. Aber dann, das muss ich halt gleich nachholen. Wir haben hier nur noch zwei Level. Bevor wir in eine andere Welt geschossen werden. Aber, naja gut. Dann, nächstes ist Schleicherei auf der Stachelbrücke. Wer darf denn das machen? Och Junge, ich hasse diese Kopfhörer, ohne Scheiß. Luigi Dorf. So. Ich hoffe, dass jetzt alles passt. Schleicherei auf der Stachelbrücke, na toll. Das kann ja was werden, du. Okay, da haben wir ihn. Lucky Bazaar bekommen. Okay, nice. Aha, ich sehe schon, wo das Problem liegt. Ah, das war verdammter Fail. Egal. Da oben ist der erste Stern. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Okay. Scheinwerfer ist da. Und er kommt zurück. Deswegen bleibe ich mal kurz hier stehen. Also den Scheinwerfer durch und geht dann. Nicht ohne Grund heißt es ja Schleicherei. Oh Gott. Gut, hier brauche ich nicht schleichen. Hier muss eigentlich nur... Warte, schnell sein. Ich brauche, um da hochzukommen, eine Katze, oder? Ach, come on! Als ob ich dafür jetzt eine verdammte Katze brauche, um da hochzukommen. Gibt es da noch einen Versuch? Aber... Oh, der hat sogar geklappt. Läuft. Aber damit habe ich auch meinen Boomerang jetzt verloren. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin scheiße in dem Level. Ganz eindeutig, ich bin scheiße in dem Level. Das bringt jetzt nichts, darüber zu laufen. Jetzt erst. Das war ja zum Glück der erste Stern, den wir erstmal hatten. Und jetzt kommt halt erstmal die Halbzeit. Ich sehe schon den zweiten Stern. Seid ihr geisteskrank, Leute? Wie soll ich da rankommen? Okay, den Lucky Bear, das ist natürlich klug jetzt. Und trotzdem ist es noch so arg schwer, ey. Kleine Sprünge und wenn es zu schwierig wird, verwandeln wir uns ganz kurz in eine goldene Statue. Jetzt habe ich natürlich was Blödes. Ah, ich hasse es. Wurde schon getroffen.
Okay. Oh, Junge. Na, was? Junge, das ist doch unmöglich hier. Was zum Teufel? Da brauchst du mehrere Katzenglocken, um da durchzukommen. WTF? Das ist noch einfach. Das geht ja noch. Gut, um den Stern zu holen, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr. Und bist trotzdem tot. Mann! Was zum Teufel? So komme ich aber nie in die letzte Welt, wenn ich so weitermache. Mein Skill-Level sinkt. Ich merke schon. Das Skill-Level sinkt einfach. So, ich bin aber jetzt wieder oben. Zack, zack, zack. Und... Oh, ich hab dich. Sehr schön. Oh, es war klar, dass ich verkacke. Egal, wir holen uns hier ganz kurz den Stern schon ab. Shit, ey. Und hier ist wieder Timing gefragt. Oh Gott, ey. Yes, ich bin durch. Das ist absolut nicht gut. Ja, komm. Ich hole die Fahnenstange nachher nach. Wir gehen jetzt erstmal ins Ziel. Ich habe absolut keinen Nerv jetzt auf die Fahnenstange. Vor allem, weil ich klein bin. Wäre ich groß, hätte ich es gemacht. Aber ich war klein. Deswegen, nope, mache ich nicht. Okay. Haben wir das Level auch? Wir müssen jetzt gleich noch, oder ich muss gleich noch zwei Fahnenstangen nachholen. Und dann kommen wir zu einem neuen Bowser-Level? Okay. Weltblume 12. Bosse im fliegenden Wechsel. Okay, das klingt eigentlich nicht mal schlecht. Wer darf denn die Bosse besiegen? Es ist Rosalina. Die hatte noch gegen keinen einzigen Boss gekämpft. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem hier an. Ich habe keine Ahnung. Ich muss 5 Bosse anscheinend besiegen. Und wir fangen an mit Pun Pun. Ja, seht ihr schon, Pun Pun. So, allerdings werde ich die Bosse versuchen, schnell zu besiegen, da wir nicht so viel Zeit haben. Wir haben nur 500 Sekunden für 5 Bosse und ich weiß noch nicht mehr, welche Bosse vorkommen. Brauche ich allerdings nicht, weil ich gleich mal instant tot bin. Okay, Pun Pun, ich bin der Revanche. Was wollen wir mal? Ich denke, wir arbeiten erstmal die oben ab. Das könnten dann Pun Pun und Bum Bum sein. Ja, warum habe ich eigentlich nicht gleich so geschlagen? Das ist dann mit Rosalina viel einfacher. Zack. Letzte Runde ist hier. Down. Es gibt ja auch 3 Sterne. Wo sollen die denn sein? Sind die in dem Boss kämpfen oder was? Gehen wir erstmal hier rein. Wir haben gesagt, ich soll erstmal. Oder ich hatte gesagt, ich soll erstmal hier in der Reihe. Oh, und das ist eigentlich nicht mal so schlecht, wie ich finde. Er hat natürlich alles zerstört, was er besitzt. Ich kann es aber auch hier nicht auf Schönheit gehen, ehrlich gesagt. Ich muss ihn jetzt sofort erledigen. Bleib hier bei mir. Down. Okay, der Boss ist echt einfach. Und tatsächlich gibt es hier Sterne bei Bossgegner und das ist Stern Nummer 1. Okay, sehr schön.
gehen wir hier erstmal weiter. Jetzt haben wir nur etwas die Vorderreihe und danach das in der Mitte. Und ich kenne mehr. Zack. Du bist eigentlich einer mit der einfachsten Bosse. So. Zack. Also ich weiß gar nicht, was du hier von mir willst, aber... Du brauchst dir einfach nur mal die richtige Taktik und schon bist du down. Ich meine, schau dir mal an, du bist verdammt einfach. Wir haben jetzt 3 Bosse besiegt. Na gut, beim ersten sind wir gescheitert, das ist richtig. Aber egal. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem Boss hier drüben. Jetzt kommt Bum Bum, ja, das war klar, dass er noch kommen wird. Und wahrscheinlich, wer kommt denn noch dann? Bowser ist persönlich? Ne, glaube ich nicht, dass Bowser noch kommt, den haben wir ja besiegt. Wie soll er hier noch da sein? Wer könnte noch sein? Vielleicht noch Boss Barbarius? Obwohl, der dauert zu lang, oder? Ich glaube, Boss Barbarius dauert lange. Es gibt dann halt noch die Chichels, aber die haben ja auch besiegt. Außer sind ihre Enkelkinder, die jetzt drankommen. Ich weiß es nicht. Wir schauen nach. Oh, tatsächlich, die Chichels kommt dran. Oh, und das beide! Okay, die wollen beide eine Revanche haben. Na dann. Geben wir doch mal die Revanche. Ich hoffe, dass wir jetzt hier irgendwie eine Katzenklappe kriegen. Das wäre halt noch sehr schön. Aber anscheinend nicht. Oh doch, ich habe einmal getroffen. Aber ich brauche jetzt dringend eine Katzenklappe. Also das Problem. Aber da ist eine. Sehr schön. Scheiße, noch eine Katzenklappe brauche ich. Ah, und der Herzische hat sich das von der Frauzische abgeguckt mit dem Feuer. So, einmal hier rüber. Sind aber beide. Nee. Frauzische. Also der Herr hat, glaube ich, 2 Leben jetzt verloren und Frau hat nur ein Leben verloren. Schade, ich habe ihn nicht erreicht. Ich dachte, ich kann Doppeltreffer machen, geht aber anscheinend nicht. Das ist schwierig jetzt hier. Oder ich gehe natürlich da hoch, aber nee, lassen wir mal. Lassen wir mal. Ja, damit ist er schon mal down. Jetzt müssen wir noch sie besiegen. Das machen wir folgendermaßen. Zack. Down. Geschafft. Da gibt es den zweiten Stern. Warte, zweiter Stern? Da muss noch was kommen, oder? Wo ist dann mit der dritte Stern? Wir haben jetzt jeden Boss besiegt. Und schön, wie es in M gebildet hat, im Übrigen. Schlüssel schön, wie es in M gebildet haben. Aber, weil ich mal, stimmt hier nicht. Ein Stern fehlt. Oh, what? Boss, bewahre jetzt noch ein Boss? Damit muss ich sagen, habe ich mich wahrscheinlich bald disqualifiziert. Ich habe nur 100 Sekunden. Wie soll ich das schaffen? Ihn in 106 zu besiegen. Das ist praktisch unmöglich. Ja, jetzt ist es... Ach, komm. Okay. Wir sehen uns gleich bei Boss Barbarius wieder. So, jetzt sind wir doch bei dir, Boss Barbarius. Und diesmal bin ich als Katze hier. Da habe ich überhaupt nicht solche schweren Dings... Oh, und ich habe sogar instant getroffen. Sehr schön. Jetzt haben wir also ein bisschen mehr Zeit zu agieren.
Zack. Gleich ein dritter Treffer. Beziehungsweise einen zweiten Treffer. Und vielleicht können wir gleich einen dritten Treffer nachher tun. Wer weiß. Shit. Yes. Der letzte Treffer ist direkt hinterher. Damit ist Boss Blubarius auch besiegt. Oh, und ich habe nur noch wenige Sekunden Zeit. Okay. Dann. Rosalinas, macht euch hin zum Ziel. Wir haben jetzt nur noch 100 Sekunden gekriegt. Die hätte ich vorher gebraucht. Aber okay. So, dann, Rosalinas, ihr dürft. Auf zum Ziel. So, und damit haben wir's. Der Boss Rush sozusagen ist erledigt. So. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal noch sagen, werden wir für diese Folge, oder ich jetzt erstmal noch goldene Flaggen nachholen, die wir jetzt vergessen haben. Ich habe zum Glück eine Katzenglocke. Und dann werden wir uns in die höhere Welt schießen. Oder je nachdem, was da noch ist. Okay, dann hole ich mal kurz die Fahnenstangen nach. So, alle goldenen Fahnenstangen sind nachgeholt. Und es passiert nichts. Hä? Habe ich noch irgendwo eine vergessen? Oh, ja, okay, die hole ich auch mal schnell nach. Ups, da habe ich komplett übersehen. Wo ist die denn? Ah, hier. Ja, die hole ich auch noch kurz nach. Nun steht die letzte Welt offen und damit habe ich jetzt auch endlich alle goldenen Flaggen. So, die letzte Welt steht mir offen und da ist tatsächlich eine neue Rakete erschienen. Okay, steigen wir ein. Und schwingen zu in die letzte Welt. Was ist denn das für eine Welt? Weltkrone. Okay, hier gibt es noch einen freien Stempel. Den holen wir uns. Und ich würde sagen, wir machen in diesem Part noch das Toad-Level. Und auch da ist wieder unser Pixel Luigi und wir kriegen Pixel Mario sogar. Da ist wieder Pixel Luigi. Hi. Und wir machen in diesem Level noch, oder diesen Part noch das Toad-Level. Das kriegen wir noch rein. Bei den anderen beiden, das wird mir im nächsten und im höchstwahrscheinlich auch letzten Part machen. So. Also, rein ins Toad-Level. Captain Toads, feuriges Finale. Gucken wir mal, was Toad so kann. Oha, okay. Sehe schon einiges. Wo arbeitet Toad als erstes? Ah, der ist da oben, okay. Lass mal schauen als erstes. Die Lava steigt nur bis zu einem bestimmten Grad an. Das ist schon mal positiv. Au! Oh, und ich habe mich instant treffen lassen von dieser Pflanze da. Toll. Soll natürlich nicht so sein. Wir müssen auch uns immer wieder beeilen, sehe ich gerade. Sonst gehen wir in der Lava baden oder irgendwas anderes Schreckliches. Oh Gott, wir haben den nächsten Stern. Warte mal, da war was, oder? Oh Gott. Das kann eine Heide werden. Okay. Okay. Wir müssen auch pusten. Nicht so geil. Deswegen muss ich mich da konzentrieren. Ja, komm! Ich war doch drauf! Aber okay, dann nicht spielen. Ja, da bringt es eigentlich kaum was, hier einen zweiten Pilz zu haben, oder? Aber na gut. Wenn es so ist, dann holen wir uns jetzt erstmal den ersten Stern. Und gehen instant rüber. Wir müssen ja irgendwie rüberkommen. So, wir holen den Stern da drinnen. Haben wir. Sehr schön. Okay, musste kurz wieder pusten. Das haben sich ja diese Teile so an sich dann.
Wow. Okay. Sehr schön. Haben wir das jetzt soweit hingekriegt, oder was? Ja, haben wir. Hier ist noch eine Pflanze übrig. Die können wir jetzt nicht besiegen. Okay. Dann sind wir oben. Holen uns unseren Stempel ab. Unser Gewinn. Springen auf die Pflanze. Und dann haben wir's. Einmal gestorben. Ist okay, oder? Damit haben wir's geschafft. Und haben Captain Toad somit beendet. Und dann kriegt man auch den Stempel für Captain Toad. Gut. Zwei Level bleiben noch übrig. Übrigens auch schön, wenn man den Sternstaub sieht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, das war's also mit diesem Part. Im nächsten Part sehen wir das Level und dieses Rätselhaus. Also, bleibt dran! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!